meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge, zu einem neuen Projekt, was ich, weiß ich noch gar nicht, ob ich das gebracht hatte oder nicht, von, jetzt muss ich mal gucken, wie das ja eigentlich ging, von, wie heißt es gleich, ich weiß, Banish, ein Spiel, was vor langer, langer Zeit rauskam, und wir müssen jetzt mal, erstmal was bauen, sonst kriege ich das überhaupt nicht mehr hin. Okay. Mit R dreht man. Mit hier in die andere Richtung. Okay. Jetzt machen wir es so hier. Ich glaube, eigentlich könnte man Leute auswählen. Na gut, wir machen mal los und spulen mal nebenbei mit vor. Achso, ich habe ja keine Arbeiter. Wie gesagt, ich habe das Spiel seit langem nicht mehr gespielt gehabt. Dann machen wir mal 5 hier hin. Go. Zeit, go. Ich will meinen, irgendwie konnte man hier alles mögliche auswählen und dann Bäume fällen. Ich weiß nicht mal, wie das ging. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen komplex. Am Arsch. So, wir bauen mal kurz einen Weg, einen Dirtweg. Das ist alles kein Problem, wir haben ja genug Leute dazu. Ja, was ist denn das eigentlich? Banish ist ein Aufbauspiel, was zu tun hat mit, was hat denn das zu tun? Aufbauen eben. Und ich mache mal kurz nochmal Stopp, weil ich hier eben jetzt einiges bauen möchte oder muss, sagen wir es mal so. Weil wir brauchen ja am Anfang Essen. So, 9x9 hier hin. 9x9 noch hier hin. Ah, das war zu groß. So, 9x9. Und dann können wir doch Bäume machen hier hinten. Auch im 9x9er-Feld. So. Ging das jetzt überhaupt? Weiß ich gar nicht. So, gut. Machen wir mal Start. Und wir brauchen jetzt erstmal noch für die Felder brauchen wir was. Wir wollen einmal hier Bohnen haben und einmal hier Pfeffer. Dazu brauchen wir hier ein paar Leutchen, die hier drauf arbeiten. Nehmen wir gleich 4 Stück und dann haben wir eigentlich alle weg. Beziehungsweise sind alle weg. Wir brauchen aber dann noch... So, jetzt bauen sie nur noch, okay. Wir bauen dann aber noch einen Holzpeller und alles mögliche. Ja, das hier, wie gesagt, also das ist ein Spiel, ein Aufbauspiel. Es ist wirklich nur ein Aufbauspiel, mehr nicht. Wollen wir hier hin. So. Ein Aufbauspiel, was im Mittelalter zu tun hat. Was aber nicht gerade so simpel ist. Ich esse mal nebenbei meinen Kuchen, das starrt mich nämlich die ganze Zeit an. Das Spiel ist gar nicht mal so simpel, wie man das vielleicht so denkt, weil es passiert sehr schnell etwas. Hm. Oh, Mama. Hm. So. Ich spule das Ganze mal ein bisschen vor. Jetzt sind alle hier eigentlich drinne. Wir haben echt viel Platz hier drinne. So, und die Bär hat jetzt gerade alles Mögliche eingelagert. Und hier kann man noch was anpflanzen. Auch nochmal Chestnut. Hm. Ah, jetzt Bock, okay. Ja, Banish, wie gesagt, ist so ein Aufbausimulationsspiel. Ich will es jetzt mal einfach mal so probieren. Wo haben wir einen Fisherman's Worker? Forester? Nee, Forester nicht. Woodcutter. Wir brauchen aber noch den Forester. Ach, genau so ging das. Also hier jetzt auswählen. Genau, so war es ja. So, und nicht anders. Forest Lodge.
Wollen wir gleich hier nebenan. So. Jetzt müssen wir eben hier warten. Das Feld ist jetzt fertig. Jetzt ernten die es ab. Hier drüben ist es noch nicht fertig. Die machen jetzt eigentlich alles alleine. Wir sind eigentlich nur der Gott, der hier alles hin und her machen muss. Oh, hier ist es schon. Reserve auf Stein und Reserven auf Holz sind sehr gering. Deswegen werde ich einfach mal das hier machen. Und hier einfach mal das Holz auswählen. Und hier einfach mal auch den Stein auswählen. So, klar, da hat jetzt keine Arbeit. So, 8-8, 3 Bauer, passt schon. Der Faust, da kommt ja dann auch noch dazu, sobald das dann fertig ist. Ja, ein Spiel, was ich lange nicht mehr gespielt habe. Kann sein, dass sich vieles geändert hat, weil man kann auch irgendwie Katastrophen jetzt an- und ausmachen. Ich weiß nicht, was da noch passiert. So, jetzt ist der fertig, jetzt können wir beim Faust welche reinbauen. Ne, hier brauchen wir alle. Forster. Zwei Mann. Und jetzt müssen wir mal warten, bis sie sich nach und nach wieder fortpflanzen und wir dann immer wieder neu hinzufügen können. So. Wir lassen es einfach mal offen. Im Moment braucht man wirklich nicht mehr. Das ist das Einzige, was man wirklich braucht. Aus dem einfachen Grund, die brauchen nur die Wohnung, die brauchen was zu essen. Wir müssen aber anfangen, mal hier wieder weiterzumachen. Food Limit muss höher geschraubt werden. Ich weiß, was hier alle noch auf uns zukommt. Deswegen schraube ich das hier höher. 8000. Wir haben hier gerade, wie viel haben wir hier? Wir haben 2000 Bohnen, Pepper, Potato. Okay. Woodcutter. So, ein bisschen Platz ist ja noch hier. Das geht hier noch alles. Was braucht man sonst noch? Also im Moment sind wirklich diese Kleinigkeiten am meisten wert. So, hier nochmal dazu. Das war die. Und jetzt kommt nämlich der Winter. Und der Winter ist öfters ziemlich hart. Gucken mal hier rein. Beziehungsweise, das ist ja jetzt noch gut gebaut. Schlecht ist es, wenn man gleich sagt, oh, ich kann das und ich baue gleich mal einen Haufen Häuser hin. Wir sehen, wie das Essen nach unten geht. Das ist extrem schlecht. Jetzt wächst ja das Spiel, bekommt einen Stein. Haben wir hier noch was drin? Ja, hier haben wir noch was drin, das ist okay. Aber auch nicht viel. Wir müssen jetzt auf den Frühjahr warten. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, dass warum ich das Spiel auch spiele, nicht nur, weil ich dazu gerade Bock habe, sondern weil ich auch gerade auf nichts anderes Bock habe. Was bringe ich jetzt zu das? Ich könnte auch vieles andere bringen. Website-mäßig, was es da alles gibt. Aber das ist nicht so, was ich unbedingt bringen möchte. So. Und dann können wir noch einen Weg bauen. So. Na, das passt schon, okay. So, das ist dann der dann die Viecher tötet. Die Tiere und so. Mir fällt gerade ein, dass ich meinen Zahnarzt anrufen muss, weil ich gerade Zahnprobleme bekomme. Das tut gerade ein kleines bisschen. Wäre aber alles in Ordnung. So. Jetzt müssen sie die Felder wieder bestellen. Mal gucken, ob es klappt, aber. Glaube ich schon. Ja, 33%, genau. 3%, nicht 33, sondern 3%. Au! Das tut ja weh im Kopf. Und nebenbei muss ich auf die Uhr gucken, weil ich dann noch auf Facebook livestream. Das heißt, ich werde dann auf Facebook, wenn ich dann
mich live wieder zeigen auf so einer Dating-Seite. Gestern kam es ziemlich gut an, also vorgestern für euch. Wenn ich das jetzt alles hinbekomme, wieder alles ein paar hinzubekommen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt vorgestern ist, gewesen war, aus dem einfachen Grund. Ich hatte gerade GTA hoch, was bestimmt heute gekommen ist erst. So, Forrester, Hilter, wo haben wir den? Hier, Hunter. Hauen wir gleich zwei hier rein. Perfekt. Jetzt habe ich das schon wieder geschlossen, obwohl ich das brauche. Ja. Wie gesagt, man kann hier extrem viel noch rauskriegen. Also. Aber es ist auch ein dummer Standort hier am Anfang hier, wo ich bin. Aber wir sehen ja, wir brauchen das hier schon. Ach, das passt schon. Potatoes haben wir noch einen Haufen. Hier weiß ich nicht, wie weit die sind. Oh, hier ernten sie sogar schon ab. Auch nicht schlecht. So, die Holzfäller sind auch hart am Start. Der macht der Loks und der macht Wutz. Weiß ich nicht, wie es eigentlich richtig rum ist. Und der bringt Essen, Food Limits. Ich glaube, also der bringt jedenfalls auch im Winter Essen. Das ist sehr gut. Muss alles logisch angehen. Ich könnte auch hier den Fischer hinbauen, aber ich weiß nicht, ob der was bringt. Dann haben wir mal auf die Uhr geguckt. Wie gesagt, ich möchte den Part nicht so lang halten, weil ich extrem viel jetzt gerade vorhab. Machen muss. Aber mir macht das Spiel Spaß und ich werde das, glaube ich, so auch nochmal weiterspielen. 1200 Loks. Damit wir überhaupt welche Loks haben noch. Der macht Feuerholz draus, so wie ich sehe. Ach, das ist Essen, okay, das ist Dings. Hier, Feuerholz macht er draus. So, Autosave. So, und jetzt kommt nämlich der gleich wieder der Winter. Hier wollte ich eigentlich noch einen Weg hin machen, das mache ich jetzt mal schnell. So. So, hier können wir noch ein Feld hinbekommen für nächstes Jahr. So, ein Feld, das reicht. Ein Weg noch hin. So, und die, glaube ich, kriegen wir. Nächstes Jahr zum Ernten? Ich weiß es nicht. So, wir haben nur noch einen Bilder. Es sterben natürlich auch welche, das ist natürlich auch klar. Und das kann auch böse enden ein bisschen. Wenn dann immer wenn zu viele sterben. So, hier nochmal ein 9x9 Feld hinmachen. Das Feld ist auch gleich fertig, dann wählen wir das kurz um. Brauchen wir nämlich mehr Farmer. Und dann würde ich aber auch sagen, das war's mit dem Part. Ich kann aber noch ein bisschen was rein. Bleib stehen. Ah, jetzt muss ich Stopp machen wegen dir oder was? Weil es heißt, irgendwas brauchen die. Building. Okay, keine Ahnung. So. Ich könnte die ja mal kurz hier abziehen und hier draufhauen.
damit schnell eigentlich alles weggeräumt wird. Aber scheint nicht so, als ob es passiert, deswegen muss ich hier schnell die Farmer wieder draufhauen. Hier machen wir die Bohnen drauf. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem Part. Wie gesagt, das wird hier kurz. Ich muss hier noch was machen. Fällt mir gerade zu nebenbei ein. Wir saven das Ganze mal unter dem Namen. Geht das überhaupt mit dem Namen? Nee. Save. Gut, dann würde ich sagen, was mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt davon oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Männer, was ihr wollt. Ciao, ciao.